Guten Tag. Natürlich schreiben die Leute Unsinn, voll daneben, Bullshit, Quatsch. Ach, sowas. Nein, 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 klar schreiben sie das. Wer will hören, dass er mit dem Geld nicht umgehen kann? Wer will hören, dass er Pleitefigur ist? Wer will hören, dass er Alkoholiker ist? Säufer. Wer will hören, dass er Narzisst ist oder Psychopath? Niemand. Deswegen, wenn ich sowas sage, dass Fische mit dem Geld nicht umgehen können, und viele Fische, die ich kenne, sind wirklich Säufer oder Alkoholiker, kann man elegant ausdrücken, Alkoholiker sagen wir mal. Und Pleite, die Leute sind natürlich bouleversiert und sagen, das stimmt nicht, Quatsch, voll daneben. Klar werden die mich beleidigen. Aber es ist wirklich so, ich kenne Leute, also meine Freunde, die Fische sind, weil Fische stehen auf Zwillinge, die sind wirklich alle pleite und richtig Säufer. Das darfst du nicht sagen. Die sagen, ja, gelegentlich trinke ich, ja, manchmal trinke ich abends. Wer trinkt nicht? Und solche Sätze hörst du da. Aber das sind richtige Säufer, wirklich. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ich kenne eine Frau, ich habe schon erwähnt, diese Frau ist eine gute Bekannte von mir, und diese Frau ist eine Fischefrau, und sie hat sehr viel Geld, aber nicht, weil sie geerbt hat. Nein, nein, sie hat sich alles schwer gearbeitet. Und diese Frau kann sehr gut rechnen, im Gegensatz zu anderen Fischen. Und die hat mir sogar in meinen finanziellen Angelegenheiten sehr oft geholfen. Cent zu Cent alles perfekt ausgerechnet. Also, wenn ich Probleme habe irgendwo mit dem Geld und weiß ich nicht, wie weiter es gehen soll, gehe ich wirklich zu dieser Frau, und sie hilft mir immer, obwohl sie Fischefrau ist. Also es stimmt nicht, dass alle Fische Pleitefiguren sind, und es stimmt nicht, dass alle Fische Säufer sind. Allerdings, meine Freunde, auf jeden Fall. Es ist so, wenn du mit den Fischen redest, Fische verkörpern und widerspiegeln unsere menschliche Tragödie, unsere Hilflosigkeit, unsere Träume, Sehnsüchte, Nöte, Hilflosigkeit angesichts Universum und vor allem die Liebe. Das ist alles, was die Fische suchen, aber ohne Opfer nie erreichen werden. Deswegen habe ich erzählt, Fisch ist immer irgendwo irgendwie ein Opfer. Wir kennen doch Familien mit Fischen, Vater hilft der Tochter, die im Rollstuhl ganzes Leben sitzt, oder Mutter, die im Rollstuhl ist, oder der Vater, der irgendwo im Bett liegt, und Ehemann, der auch im Rollstuhl sitzt. Diese Beispiele kennen wir. Natürlich sind das viele Fische, aber müssen nicht alle Fische sein. Aber Fische wollen sich immer aufopfern. Das sind Menschen, die immer dir etwas geben wollen. Und deswegen, das Schicksal von den Fischen ist so sehr schwer. Deswegen verzweifeln viele Fische, weil sie so viel Liebe geben und so viel Liebe suchen. Und aus dieser Verzweiflung werden sie drogensüchtig, Säufer oder Alkoholiker, hoffnungslose Menschen. Und mein Gott, verzweifelt, heruntergekommene Menschen. Das kennen wir alles von den Fischen. Deswegen habe ich erzählt, es muss nicht immer klappen, aber habe ich erzählt, Fisch sucht sich immer starke Figuren im Leben. Habe ich erzählt, zum Beispiel einen Zwilling, weil Zwillinge sind wirklich Tyrannen und Despoten, habe ich schon erzählt. Und Zwillinge mögen die Leute so reintreten und tyrannisieren. Und deswegen suchen sich Fische, weil Fisch ist ergeben, will sich aufopfern, und Fisch denkt, in deinen Armen
kann ich mich erholen und für immer glücklich werden. Aber so ist das nicht. Aber diese menschliche Tragödie von den Fischen ist, dass Fische sich immer irgendwo irgendwie aufopfern wollen. Wir wissen, dass Fische, das Symbol von den Fischen, das sind zwei Fische, nicht? Rechts und links. Und in der Mitte ist ein goldenes Band. Und das ist diese Schwierigkeit und das ist diese tragische Dimension von den Fischen, dass da in einem Körper zwei Menschen sind oder zwei Fische. Und deswegen, einer Fisch steht für Tatsachen und greifbare Realitäten und der andere, das ist eine Meerjungfrau. Und die lebt in der Tiefe und nur gelegentlich taucht sie auf, um Hallo zu den Menschen, zu den sterblichen Menschen zu sagen und sie auf der Küste zu bezaubern. Aber was dahinter steckt, werde ich morgen erzählen, weil heute ist die Zeit um.